herzlich willkommen hier vom Piano Fischer in Stuttgart. Mein Name ist Roman Sterzig und ich sitze hier vor einem Yamaha CVP 809 GP. Einem Digitalpiano, das wirklich keine Wünsche offen lässt. Man kann musikalisch ganz, ganz viele Dinge tun. Wir haben eine sehr, sehr hochwertige Tastatur verbaut in diesem Modell und die weltbekanntesten Flügel abgesampelt. Ich fange mal gleich mit einem tollen Flügelsound an. Das ist der CFX Konzertflügel von Yamaha. Im zweiten Teil lasse ich mich von einem Style begleiten. Und zwar kann mir das Instrument aus der Summe der gedrückten Tasten eine Harmonie bieten und so kann ich mich komplett mit der Band begleiten lassen. Also holen Sie sich ganz einfach die Band mit nach Hause, spielen Sie wie gewohnt am Klavier und Sie können dann wirklich wie live Musik machen. Ein zweiter toller Flügelsound ist der Bösendorfer Imperial Konzertflügel. Den haben wir hier auch im CVP 809 GP. Ein sehr, sehr warmer Sound, sehr, sehr dynamisch. Diese und viele, viele andere Flügel- und Klaviersounds können Sie sich auch sehr schön hier über das Display in einem Piano-Room darstellen lassen, wo man auch noch Feinheiten einstellen kann. Wenn Sie aber vielleicht noch gar nicht so gut Klavier spielen können, gibt es hier die Möglichkeit, das auch zu erlernen. Im CVP 809 GP haben wir auch eine kleine Klavierschule eingebaut. Da gehe ich jetzt einmal rein. Hier gibt es hunderte von Übungen und ich nehme einfach mal hier so eine kleine Anfängerübung im Viertonbereich. Sie können sich die Noten hier am Display anzeigen lassen und man kann hier eine Lernfunktion einschalten. Das heißt, ich starte das Ganze mal, der Lehrer begleitet mich und jetzt wartet das Instrument, bis ich den richtigen Ton oder die richtige Taste spiele. Wenn Sie nicht wissen, welcher Ton zu welcher Taste gehört, wird mir das hier auch noch zusätzlich mit solchen Guidelamps angezeigt. Und schon kann es losgehen. Wenn Sie zum Beispiel falsche Tasten spielen, passiert gar nichts. Man muss also die richtige Taste drücken im richtigen Zeitpunkt. Und das können Sie, wie gesagt, mit hunderten von Übungen machen. Auch das lässt sich mit sogenannten MIDI-Files reproduzieren. Das sind Daten, die kann man sich aus dem Internet laden. Und da gibt es wirklich jedes Lied. Und das kann ich sehr schön mit dieser Lernfunktion kombinieren und somit auch die Lieblingsmelodie oder die Lieblingsmusik spielen. Ein weiteres tolles Feature ist der sogenannte Chord Looper. Vielleicht wollten Sie schon immer mal was komponieren oder Sie wollten etwas improvisieren, aber das ganze Spielen mit der Technik, das ist alles zu viel. Dann kann man sich sehr, sehr schnell Akkordfolgen aufnehmen. Ich gehe mal in diesen Chord Looper rein und suche mir einfach einen Style aus. Ich gehe mal hier so ein bisschen in den Swing-Bereich rein. Ich drücke auf Aufnahme und greife einfach ein paar Akkorde. Und wenn ich das Ganze abschließe, werden mir diese in einer Schleife, also immer wiederkehrend, hier abgespielt. Das Ganze
habe ich jetzt schon abgespeichert und jetzt kann ich sehr einfach mich zum Beispiel auf eine Improvisation konzentrieren, ohne Akkorde drücken zu müssen. Tolle Geschichten. Hier können Sie mehrere solche Akkordfolgen einstellen und die hintereinander dann ablaufen lassen. Aber vielleicht gehen wir mal in einen ganz anderen Bereich. Wir haben in diesem Lied mehr als 2100 Voices verpackt. Die kann ich jetzt im Einzelnen alle gar nicht zeigen. Und auch sogenannte Styles, wie Sie im Eingang schon gehört haben. Da gibt es also auch 675 Begleitstyles. Vorhin habe ich mehr so pianistisch gespielt. Aber wenn ich zum Beispiel mal typisch wie ein Keyboarder spielen will, das heißt in der linken Hand Akkorde, rechte Hand Melodie, geht dies selbstverständlich auf. Und ich nehme hier mal einige Styles aus verschiedenen Jahrzehnten her, damit Sie da auch einen Klangeindruck bekommen. Riesig Spaß, auch hier wie ein Keyboarder spielen zu können. Und das alles in einem Digitalpiano. Hier gibt es natürlich noch viel, viel andere Möglichkeiten. Wir haben einen Audio-Recorder, einen MIDI-Recorder. Sie können mit Wave- oder MP3-Dateien sich begleiten lassen. Man hat auch die Möglichkeit, ein Mikrofon anzuschließen, vollwertig Karaoke zu machen, sich quasi den Text hier auch im Display anzeigen zu lassen. Man kann den eigenen Gesang damit auch aufnehmen. Also viele, viele Dinge, die man mit dem Instrument noch machen kann. Ich hoffe, ich habe Sie ein bisschen neugierig gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie zu Piano Fischer nach Stuttgart kommen. Wir haben hier dieses Modell und viele andere Yamaha-Modelle auch. Das Fachpersonal kann Ihnen hier sehr viel weitere Sachen zeigen. Und wenn Sie sich ein bisschen beeilen, sehen wir uns vielleicht hier noch zusammen an diesem Instrument, dem CVP 809 GP.